Hallo, ihr lustigen Orktöter da draußen und herzlich willkommen zurück zu den großen Tälern in, ja, Orksmastei 2 und an meiner Seite ist der Jo. Sag mal was, hallo. Hallihallo. So. Und so, hallihallo und so, Jo. Oh, nett, Barrikaden. Ja, aber ich kann dir an der Stelle schon mal sagen, hier werden kleine Gobelins kommen, also nicht die, die man an die Wand hängt, sondern die, die Bomben tragen und hier die Dinger kaputt machen. Also verlass dich nicht zu sehr darauf, dass diese Dinger hier auch nur länger als 5 Sekunden halten werden. Was man allerdings hier definitiv machen sollte, ist hier quasi diese... Nee, das hier ganz schlechte Idee. Bad idea! Alles klar. Mach's eher hier hin, also... Wohin? Die, in die Durchgänge, also... Das Problem ist, dass du hier zu wenig in der Regel erwischen tust von den Orksen. Ah, macht Sinn. Und hier funktioniert das dann deutlich besser. So, im Grunde... Sogar Sinn. Schießen die auch durch die durch? Ja, tun sie, ja. Tun sie. Aber sie werden halt nur so ausgelöst entsprechend. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind später hier so ein paar Matsche-Dinger auf dem Boden. Ich hätte es eigentlich die Zwerge mit den Fässern nehmen können, aber... Okay, ist egal. Was ist eigentlich das für eine Bombe da oben? Wenn du da drauf schießt, fällt es runter und tötet alles, was drunter ist. Macht Sinn. Warum fahren genauso die wie Lohren auch das rum? Da oben. Deswegen leuchtet das so freundlich. Ah, die Loren auch. Ach, das ist ja cool. Okay, die Loren, das wusste ich noch nicht. Wahnsinn. Wenn du da drauf schießt, Feuer. Du hast recht. Boah, vor allem, die hören ja gar nicht auf damit. Krass. Ah, wieder. Okay. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Genau. Let's go. Hier kommt ein bisschen Sonne rein. Ach, tatsächlich. Was, bitte kommt Sonne rein? Wo bist denn du? Ich bin schon im Urlaub. Das ist schon der Karibik, ne? Gut an. Das fühlt sich gut an. Ah ja. Interessant, Madame. Ja, die Frau ist drauf, ey. Also, die ist... Ja, die steht da drauf, wenn ihre Orks die Pfeile überall reinjagen. Hatten wir das nicht vorhin erst mit dem Jugendschutz? Da war doch was. Ja. Ich hab gerade wieder auf dich geschossen und ich dachte, du bist ein Ork. Also ich habe zwar eine ähnlich kräftige Statur, ja, aber ich sehe schon ein bisschen besser aus. Ja, es liegt nur daran, dass ich das Spiel halt einfach immer normalerweise nur alleine spiele, weißt du? Dann oh nein, jetzt hast du die Bombe runtergeschossen. Warum? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist sie runtergefallen. Ich weiß nicht. Dann war es einer von den Orks. Mein Handy vibriert. Jetzt. Handy vibriert? Ja, so nicht, Freundchen. So nicht. So kann ich nicht arbeiten. Halt echt. So, jetzt müssen wir hier, gehen es wahrscheinlich in die andere Richtung, ne? Gedingens machen. So, Moment, ich mache das hier einfach zu. Lass sie nur kommen. Pioniere voraus. Oh, ich bin tot. Ja, weißt du, das ist das Problem, die Pio... Du bist tot? Ja. Nein, das heißt, wir haben Punkte verloren. Oh, nee. Der war plötzlich vor mir. Das heißt, wir können das jetzt nicht mehr perfekt abschließen. Es tut mir leid. Mein Fehler geht auf mich. Offensichtlich. Eine entzückende Mordserie. Oh Gott. Die sind ja nervig. Machen die meine Sachen auch kaputt? Nein, die machen nur die Barrikaden kaputt. Das ist das Einzige, was zerstörbar ist. Okay, das ist beruhigend. Ui. Also das mit den Loren oben, das bringt's übertrieben. Die muss man, wenn man die gut einsetzt. Ein klarer Beweis meiner Überlegenheit. Wenn man die gut einsetzt, sind sie OP, oder? Ja. Weil die stecken halt einfach alles in Brand. Gnadenlos. Okay, das ist krass. Das ist kein Geld mehr. Oh fuck, jetzt sind die Dinger weg. Naja, Versuch was wert, ne? Jetzt ist hier offen. Jetzt reißen die uns den Arsch bis zum Stehkragen auf, wenn wir nicht aufpassen. Es sind nur zwei und es sind drei Öffnungen. Wir, auch der schlechteste Mathematiker weiß, das funktioniert nicht. Er nicht so nehmen. Feuerlore! Hat nicht so funktioniert. Hey, den brennt der Hintern.
Wow! Die könnten mal ein Stückchen schneller auslösen, die Spikes. Die könnten, beziehungsweise die könnten überhaupt mal auslösen, hallo? Ja, jetzt muss er weg sein. Okay, jetzt haben wir tatsächlich Zeit, mal wieder was hinzubauen. Holy Hui, Moly. Haben wir auch das Geld. Yep, das ist das der angenehme Part daran. Problematisch ist natürlich, wo wir jetzt die Sachen hinbauen. Im Grunde müssen wir auch hier noch was hinmachen. Ich würde die echt versuchen, möglichst weit vorne jetzt abzufangen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ich habe nicht genug Geld und ich habe irgendwas verkauft. Ich meinte ja nicht immer früher, dass ich hier drei hingekriegt habe nebeneinander. Nee. Halt, nein. Ja, ich mach nichts. Eh kein Geld, um zu bauen. Ist nix money in my pocket. The same here. So, let's go. Let's kill some orcs. Because they like it. Pam! Pop! Alter! Gar nicht übertrieben. Wenigstens kommen keine Pioniere. Jetzt gehen die alle durch die Mitte. Jetzt haben wir die Seiten so gut abgesichert und jetzt kommen die alle durch die Mitte. Ich nadel einfach mal in die Richtung, ne? Oh je, das sind. Das geht aber gut ab jetzt. Huch! Ja, ich sage, da geht's mit der Zeit am gut zur Sache. Dein Elementar. Die Erdelementar. Alter Heidewitzka, Kapitän, ey. Junge! Oh. Ja, wir haben eine Zeit. Bitte? Du klarkommst. Ja, das ja. Das war lustig, sagt er. Das war lustig! Ich komm gleich rum, ey. Die Leute haben eine interessante Definition von Spaß, ne? Oh, Kacke, es geht ja schon weiter. Ja. Ich hab Zeit. Nee. Manchmal hat man Zeit und manchmal eben nicht. Oh, wie schnell ich da schießen kann, ey. Okay, ich muss unbedingt kaufen, dass die Wände schneller ab. Wieder einsatzbereit sein, das ist ja der Hammer. Die würden 2 Stunden brauchen, um sich zu reaktivieren. Und dann nur ein paar blöde Pfeile reinschieben. Das ist richtig, ja. König der Orks. Ah ne, Königin der Orks. Bist doch du. Ja, das war ich mal. Aber ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Ja, eventuell heißt sie halt einfach nur so. Oh, noch schneller klicken kann ich nicht. Nachladen. Oh, alles recht effektiv hier vorne auf jeden Fall. Bei dir alles klar da drüben? Ja, locker flockig. Busch ist geil. Ach, du kämpfst noch. Ja, ich mach nicht so viel Schaden mit jedem einzelnen Schuss, ist mir schon aufgefallen. Ja, gut, dafür halt einfach Masse, also einer hohen Frequenz. Boah, diese kleine Bombenviecher, ey. Waren, glaube ich, ohne Bombe sogar. Jetzt kommt der wieder in der Mitte. Ja, offensichtlich. Dann kann ich hier nochmal sowas hinbauen.
Boah. Was ein Gemetzel. Richtig geil. So, gleich habe ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade schon optimistisch sein. Bloß nicht. Ich hab gehört, sowas kann einem alles kosten. So, zack. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Wir überlegen, ob es nicht Sinn macht, auch das so nochmal zu machen. Ja, nach vorne gehen ein Stück ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, es ist ein bisschen weird halt hier, wie die teilweise halt laufen, ne? So, der härteste Angriff kommt halt interessanterweise immer von der Mitte. Ja. Okay, also hier hast du ordentlich zugebaut. Ja, hier kommt keiner mehr durch. Ich krieg, glaube ich, den Tier nie. Ich habe da dafür diese komische Eisfalle. Ja, das hat Vor- und Nachteile mit der Eisfalle. Bleiben halt stehen, das wäre cool, wenn man da drauf fliegen könnte, weil das sind ja so Propeller, so. Du kriegst irgendwann mal, also auf jeden Fall du, ich weiß nicht, ob ich sie krieg, aber du bekommst irgendwann mal wirklich so eine Dampffalle, wo du dann die Tür wirklich stehen lassen kannst. Nice. Jetzt kommt wieder Mittelangriff. Okay. Ah, keine Chance. Okay, die wollen auch nach rechts. Und nach links. Ich gehe mal nach links. Einfach mal so einen fliegenden Wechsel gemacht, ne? Fliegender Wechsel, genau. Steinelementar. Erdelementar. Irgendwas Elementares. So. Wie viele waren das jetzt? Da. Platzt. Hui. Und das war noch nicht mal die letzte Welle, weißt du, die wird ja noch angekündigt. Den Feuer von oben. Boah, diese Elementare sind ja echt. Es klingt immer wie Kegeln, wenn man die ein kleiner macht. Richtig. Wahrscheinlich ist es auch der Soundeffekt davon. Gut bei Nintendo eingekauft. It's me, Mario. Das wär's, ey. Was ist das für eine neue Teufelei? Oh, ah. Letzte Welle. Pass auf, wo rauf denn? Mehr! Die Frau ist echt, immer ey. Mehr. Weiter höher. Oh, kacke. Lass bloß meine Sperrung in Ruhe. Jetzt haben die kaputt gemacht. Die denn immer unterhalten? Warum ist der verliebt? Das mache ich immer. Ich kann die kurzzeitig übernehmen. Das sind deine Reize. Ich verstehe. Ja, ja. Die weiblichen Reize von mir natürlich, klar. Nee! Ah, jetzt haben die kleinen Scheißbiester meine komplette Sperre kaputt gemacht. Boah. Da hat jemand den Kopf verloren. Ach so, ein Mist. Aber sie kommen nicht durch. Das ist das Wichtigste. Hier kommt niemand durch. Hat gewonnen. Ach so. Oh ja. Tanz gerade auch so wieder. Auf meinem Shake it, Baby. Oh, leider nur 3 Schädel. Ja, das ging auf meine Kappe. Oh, endlich Hindernisse. Cool. Ja, jetzt bekommen wir hier, genau, das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Erstmal 800 gesenkt. Boah, sind die teuer! Ja, die muss man die Kosten senken, sonst kriegst du das gar nicht in den Griff.
Ich muss jetzt erstmal meine Pfeilwand. Oh Gott, ja, man kann es glaube ich auf 600 runtersenken, aber mehr geht nicht. Barrikaden allein weniger Schaden, Barrikaden regenerieren sich. Ich glaube, sie regenerieren es besser. Ich habe das bisher immer ausprobiert, mit, dass sie weniger Schaden durch die Angriffe erleiden, aber ich weiß, ich möchte mal ausprobieren, ob das besser ist. Ich habe jetzt auch mal regenerieren gekauft. Okay. Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Lasst Däumchen oben da und schaut beim Jo mal rein, wenn ihr bei mir zuschaut. Und schaut beim Mann vorbei, wenn ihr bei mir zuschaut. Dann macht's gut. Tschüssi und ade. Bis zum nächsten Mal. Adios. Chachos.